Diego Jans, ein ganz Intensivspiel, ein FC Rio, der in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung gebracht hat. Am Schluss verliert man das Spiel. Wie hast du es erlebt? Ja, wir haben eine gute Halbzeit gespielt, aber wir haben doch auch meiner Meinung nach zwei Fehler gemacht, wo sie eiskalt ausnutzen und das darf nicht passieren. Und da sieht man, es ist ein Gegner mit Qualität. Die letzten drei Spiele ist es gut gegangen, ist es einfach gewesen. Ist vieles gut gegangen für uns, ist es gut gelaufen. Und jetzt ist ein Gegner gekommen, der Paroli bietet uns und wir haben Mühe. Ich kann es nicht anders sagen. Ist es an der Effizienz gelegen? Es hat vor allem in der zweiten Halbzeit, hat es mich gedacht, es nie an wahnsinnige Effizienz angelegt. Dann haben sie aus ihren Chancen Goal gemacht. Wir haben Chancen gehabt, haben es nicht gemacht. Ja, das ist richtig. Sicher mit Wach aus der Pause machen sie direkt nach dem Freistoß. Wir sind nicht beim Mann, wir laufen nicht mit, wir gehen nicht in Duell. Und so können wir das 3-2 über. Und gehen, was ist die erste, zweite Minute schon wieder in den Rückstand, mit dem Rückstand nachrennen. Für sie natürlich einfach sich ein Spiel für sich machen. Und wir müssen hinten nachrennen und müssen aufmachen. Ja, und nachher müssen wir unsere Chance einfach auch nutzen. Eiskalt. Jetzt kommt ja als nächster Gegner wieder eine sehr starke Mannschaft mit Luzern da ins grüne Feld. Was muss anders gemacht werden? Das ist einmal mehr Entschuldigung. Eine U21-Mannschaft, die wissen wir, wie die spielen. Die wollen immer viel spielen, die geben immer 90 Minuten Vollgas. Die rennen. Wir müssen dagegen heben, wir müssen einen Weh machen, wir müssen Duell annehmen. Und effizient sein vor dem Goal, diese Chance machen. Und dann können wir drei Punkte holen und natürlich eine Reaktion zeigen zu heute.